Servus Leute, das Achtelfinale steht an. Ich habe das jetzt in zwei Teile geteilt, weil das eben so kurz aufeinander folgt und ich das anders nicht zeitlich hinbekommen hätte und koordinatorisch ist ja auch scheißegal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Viel Spaß auf jeden Fall beim Video. Tippt gerne mit in den Kommentaren. Ich weiß, ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator, sage ich auch immer wieder und die meisten können es wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Ich sag's trotzdem immer dazu und wenn ihr konstruktive Kritik habt oder so, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Naja, jetzt viel Spaß mit Frankreich gegen Argentinien. Zwei Teams, die vor dem Turnier eventuell als Favoriten galten, konnten in der Gruppenphase jeweils nicht sonderlich überzeugen, insbesondere Argentinien erst mit Hängen und Würgen ins Achtelfinale gekommen. Frankreich etwas souveräner mit 7 Punkten, aber hier waren sie erstmal gar nicht so schlecht aufgelegt. Griezmann mit der ersten Möglichkeit, aber kein Problem für Armani, den zu halten. Vor der Pause aber nochmal Argentinien, da kamen sie dann ein bisschen stärker rein. Messi, der das 1:0 geschossen hatte gegen Nigeria, den Weg geebnet hat für diese Runde der letzten 16, war hier noch abgewehrt worden von Paul Pogba. Es gab nochmal Eckstoß von der linken Seite. Lionel Messi trat den herein. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit war schon abgelaufen, aber diese wurde noch gegeben. Higuain scheitert dort erst an Mbappé. Pogba und dann fällt ihm der Ball nochmal vor die Füße. Also Gonzalo Higuain mit seinem allerersten WM-Tor kam noch gar nicht in Fahrt und jetzt macht er das Ding rein, weil ihm der Ball irgendwie vor die Füße fällt. Keine Chance für Hugo Lloris und im zweiten Durchgang hätte er sogar die Möglichkeit gehabt, direkt auf 2:0 zu erhöhen. Das war eine herausragende Möglichkeit, aber den verzieht er dann um gut einen Meter. Viertelstunde vor dem Schluss. Frankreich wollte unbedingt ausgleichen. Sie taten alles und dann kam Olivier Giroud auch noch zu seinem ersten WM-Tor. Auch bei ihm lief es bislang noch gar nicht. Ebenso wie auf der Gegenseite bei Gonzalo Higuain. Da macht er die Grätsche und dann kriegt er den Ball irgendwie über die Linie. Vorbereitet von Antoine Griezmann, der bislang auch noch nicht in überragender WM-Form war. Den konnte er aber vorlegen. Dann springen wir in die Verlängerung, denn die gab es dann. Umtiti immer wieder auf dem Weg nach vorne. Griezmann ans Gebäck und dann wieder Giroud. Doppelpack von Olivier Giroud. Es war keine sonderlich spannende Verlängerung mehr, weil beide Teams so ein bisschen auf Halbmast gingen. Keiner wollte es riskieren, jetzt doch irgendwie frühzeitig auszuscheiden. Die letzte risikobehaftete Aktion zu starten. Argentinien musste das machen und wurde dann letztendlich auch noch bestraft mit so einem Tor. Dembélé mit der Entscheidung. 110. Spielminute. Auf diesen Schuss haben sie lange gewartet bei Frankreich. Auf diesen Dembélé, der mit seiner Technik dazu in der Lage ist, das überragend macht. Argentinien eben mittlerweile mehr und mehr auf dem Weg nach vorn und dann trifft er den per Dropkick. Fantastisch und haut den Ball oben rechts rein. Letztendlich setzt sich also Frankreich mit 3:1 nach Verlängerung durch und kann damit Argentinien einen Top-Favoriten, insbesondere im Vorhinein des Turniers, doch aus dem Wettbewerb schmeißen. Als für Uruguay das erste Mal ein richtiger Gegner am letzten Spieltag lauerte, als Russland kam, der Gastgeber, konnten sie mal zeigen, was sie zustande bringen können. Hier kamen sie gegen Portugal auch gar nicht so schlecht in die Partie. Rui Patricio konnte den Ball von Nandes aber ohne größere Probleme abwehren. Dann kam auch Portugal mal nach einem Eckstoß nach vorne. Das ist Cristiano Ronaldo. Schöne Abnahme per Direktschuss. Aber der geht nur auf das Netz des Tores hinauf. Es war eine durchaus unterhaltsame Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Aber so die richtig hundertprozentige war nicht dabei. Bis zur 30. Minute. Dann Ronaldo mit der Vorlage auf Mario. Und der macht den auch rein. Unten rechts, 31. Spielminute. Die erste wirklich herausragende Möglichkeit in dieser Partie. Von Ronaldo diesmal vorbereitet. Und dann ging der Ball unten rechts rein. Portugal hatte auch gegen den Iran die ein oder andere Schwäche gezeigt. Heute waren sie deutlich besser drauf gegen einen noch wohl besseren Gegner mit Uruguay. 38. Minute, Cavani wollte direkt ausgleichen, Rui Patricio aber war wieder zur Stelle. Ein sicherer Rückhalt, auch wenn er schon das eine oder andere Gegentor kassiert hat. Diesmal ist er gut zur Stelle und pariert den zum Eckstoß, aus dem nichts resultierte. Wir springen in den zweiten Durchgang. Luis Suarez völlig frei und hatte eigentlich die bessere Möglichkeit zu schießen oder nochmal links rüberzulegen.
nimmt sich dann im Endeffekt den Schuss ein Stückchen zu spät, wartet, bis der Verteidiger da ranrauscht und dann geht der Ball eben vorbei. 66. Minute, Uruguay rannte an und der nächste Schuss, Diego Godin, der Innenverteidiger, immer jetzt wieder auf dem Weg zum gegnerischen 16er und hier verzog er wieder. Rui Patricio musste nicht eingreifen und dann kam in der Nachspielzeit nochmal Portugal zur Entlastung und André Silva auf Cedric, da steht dann am zweiten Pfosten Moutinho und der macht die Entscheidung. 93. Spielminute, sein erstes WM-Tor macht den Weg frei fürs Viertelfinale. Der Europameister von 2016 steht also in der Runde der letzten 8 und schaltet mit Uruguay sicherlich nicht das schwächste Team aus. Die Euphorie bei Russland ist nach wie vor groß. Auch nach dem 0:3 gegen Uruguay wollten sie weiter im Turnier voranschreiten. Aber mit Spanien kam sicherlich ein Mitfavorit auf den Titel und das zeigten sie von Anfang an. Viertelstunde gespielt, Carvajal über die rechte Seite. Thiago legt nochmal quer und Silva wird dann nur von Ignacevic gestoppt. Die erste Möglichkeit, die aufs Tor kam, aber diesmal war noch ein Fuß dazwischen. Spanien war besser, aber auch Russland konnte dann mal die eigenen Fans begeistern. Flanke von der linken Seite und dann ist es letztendlich Miranchuk in Kombination mit Sergio Ramos, die den Ball dort an den Pfosten bringen. Ganz knappe Aktion, Glück für Spanien und De Gea. 45. Minute, Spanien nochmal mit dem Versuch, die Führung zu erzielen. Iniesta an die Latte und dann ist der Ball von Ignacevic wieder geklärt. Es war eine vernünftige Partie. Spanien war tendenziell etwas besser. Das zog sich im zweiten Durchgang erstmal so weiter durch. Aber Akinfeev war zunächst erstmal ein unüberwindbares Ziel. Immer wieder mit tollen Reaktionen, mit tollen Paraden. Diesmal fährt er den linken Fuß aus. Und dann in der 57. Spielminute gab es einen Freistoß. Sehr gefährliche Position von Mario Fernandes, dem rechten Verteidiger, erzeugt. Und dann stand dort letztendlich Koke bereit, Ignacevic wehrt den ab, aber dann fällt der Ball vor die Füße von Cesar Azpilicueta, der rechte Verteidiger mit seinem ersten WM-Tor in diesem Wettbewerb, steht dann komplett richtig. Für Akinfeev ist nichts mehr zu machen, weil der eben in die andere Ecke gegangen ist, aber Russland wollte Postwenden ausgleichen. Das ist Samedov, kommt in den 60 rein, Smolov und wieder abgelegt auf Samedov. Das ist von Smolov da gut gemacht, verteidigt den Ball gegen Piqué und Sergio Ramos, aber der Abschluss ist dann letztendlich zu harmlos. 64. Minute, Spanien wollte den Deckel drauf machen und Diego Costa legte dann auf. Koke und der macht dann ebenfalls sein erstes WM-Tor. Es stand 2:0 und Russland schien jetzt komplett aus dem Wettbewerb auszuscheiden. Bereits im Achtelfinale mit Spanien war es auch kein dankbarer Gegner, doch sie kamen nochmal, sie gaben sich nicht auf. Sie glaubten dran. Smolov und der an De Gea scheitert und dann nochmal Miranchuk. Und der muss einfach sitzen. Da ist er aus kurzer Distanz völlig frei. Auch wenn er auf einer relativ unangenehmen Höhe ist, den muss er über die leere Linie bringen. Doch Russland weiter auf dem Weg. Immer wieder zu Möglichkeiten und dann konnten sie auch den Treffer erzielen. Die Hoffnung bei den russischen Fans war zurückgekehrt. Fedor Smolov mit diesem traumhaften Tor. Der Ball springt nochmal auf, weswegen er ihn perfekt trifft. Und der Ball sitzt perfekt. Aber es kam zu spät. Es kam nochmal Freude und Euphorie auf. Aber am Ende war Spanien für Russland einfach eine Nummer zu groß. Sie verdienen sich hier damit den Einzug ins Viertelfinale. Und Russland fliegt dann folgerichtig raus. Kroatien gegen Dänemark. Da war Kroatien durchaus favorisiert, weil Dänemark sich nicht sonderlich mit Ruhm bekleckern konnte und Kroatien in einer starken Gruppe doch relativ souverän Tabellenerster geworden ist, sogar mit B11 Island schlagen konnte. In der 5. Minute kam aber Dänemark das erste Mal so gefährlich vors Gehäuse, dass es sogar im Netz zappelte. Andreas Cornelius, 6. Spielminute, schiebt den Ball aus kürzester Distanz ein. Sisto legt den auf und dann ist Cornelius nur noch zum Einschieben bereit. Und dann Mandzukic auf der Gegenseite. Wollte direkt die Antwort liefern. Aber Schmeichel, der häufiger an diesem Nachmittag noch den Spielverderber spielte, war dazwischen. Beziehungsweise an diesem Abend, Sie sehen, es war Flutlichtspiel angesagt. 45. Minute nochmal Kroatien mit einer guten Freistoßposition. Rakitic in die Mauer, aber Dalsgaard war dazwischen und Perisic dann letztendlich nicht mit dem Mut, den reinzuzimmern. Wie er es gegen Island noch getan hatte, Stunde gespielt jetzt. Kroatien übernahm weiterhin das Zepter und dann
Kjær, der Innenverteidiger von Dänemark, ist gerade so zwischen diesem Schuss von Kramaric noch reingekommen. 65. Minute, wieder eine Möglichkeit und eben wieder dieser Schmeichel. Tolle Parade. Es war zum Verzweifeln für Kroatien. Gegen Island sah es noch andersrum aus. Da hatten sie des Öfteren davon profitiert, dass Island den Ball nicht über die Linie bekommen hat. Hier war es jetzt wirklich umgekehrte Welt. Mandzukic, 67. Minute. Auch dieser Kopfball saß nicht. Für Dänemark dann die Möglichkeit, die Partie zu entscheiden durch diesen einen Todesstoß von Christian Eriksen. Wunderbares Tor gegen Australien erzielt. Diesmal ist es deutlich einfacher und damit wohl die dickste Überraschung bislang im Achtelfinale. Dänemark schiebt Kroatien, einen Favoriten, damit aus dem Turnier, die sich aber durch die Großzahl an vergebenen Chancen auch an die eigene Nase fassen müssen, weil es durchaus möglich gewesen wäre, hier zu gewinnen. Jo Leute, das war die Prognose, also die erste Teil des Achtelfinals. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Auch immer über konstruktive Kritik in den Kommentaren, was ich noch verbessern kann an meinem Kommentatorenstil. Ich weiß, da gibt es einiges. Ja, ihr seht hier meine Tipps in Blau. Ich tippe beispielsweise 3:1 für Kroatien. Da glaube ich eher an die Kroaten als an Dänemark. Tippt auch ihr immer gerne mit in den Kommentaren, wenn ich das nicht schon gesagt habe. Naja, jetzt viel Spaß weiterhin bei der WM, auch wenn Deutschland draußen ist. Ich habe trotzdem eigentlich noch Lust. Naja, ciao.